Er ist wieder da, Oberst A.D. Schmidtchen schaltet sich mit seinen Unabhängigen in den Wahlkampf ein und wurde dazu einstimmig nominiert. Die Kartoffeln sind gar. Kommt rein! Es ist angerichtet! Liebe Wahlberechtigte, unser Landratskandidat heißt Hermann Schmidtchen, mit 15 Ja-Stimmen gewählt und keine Nein-Stimmen. Lieber Hermann, herzlichen Glückwunsch dazu. Und ich darf Sie ganz kurz, wie es im Theater üblich ist, nochmal anfassen, bitte, um dir über die Schulter zu spucken. Du nimmst diesen Wahlvorgang auch an. Liebe den Wahlvorgang. An und trittst also auch an und wirst das Möglichste geben, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Mach bitte den Durchgang, siege. Ja, meine, ich freue mich. Also sage ich ganz offen, weil ich freue mich deshalb, weil vor 2 Jahren war ja nun wirklich alles viel schwieriger, viel komplizierter. Also ich bedanke mich zunächst einmal ganz herzlich bei euch, den Unabhängigen, dass ihr mir das Vertrauen geschenkt habt, für euch nach 2 Jahren nun ungewollt, sage ich mal geradezu, nochmal als Landratskandidat anzutreten. Ich kann, dass ich in meiner Bewertung zu dem Ergebnis gekommen bin, dass die Aussichten in 2013 deutlich anders, ich meine sogar deutlich besser sind, auch für einen Unabhängigen die Wahl zu gewinnen, als das noch 2011 der Fall war. Das liegt doch einfach schlicht daran, dass wir zu wenig Kinder haben. So, und jetzt werdet ihr vielleicht sagen, jetzt fängt er wieder an und sorge dafür, dass wir mehr Kinder haben. So einfach ist das natürlich nicht. Wenn es so einfach wäre, hätte ich da ja schon eine Lösung angeboten. Nicht nur hier, sondern überall. Kindern ist das so eine Sache. Wir müssen, und das ist eine politische Aufgabe, das ist auch eine politische Aufgabe, der sich unmittelbar der Landrat stellen muss. Also er muss sich der Aufgabe, dem Problem stellen, wie bringe ich junge Frauen wieder dahin, dass sie Kinder und Karrierewunsch und berufliche Tätigkeit unter einen Hut bringen können. Und ja, wer hier den Kampf, sag ich jetzt mal, aufgibt und sagt, das kriegen wir sowieso nicht in den Griff, der hat dieses Spiel bereits verloren. Nicht? Der braucht sich. Also wie bekommen wir es hin, und das muss politisch eben begleitet werden, das muss politisch gestaltet werden, dass Frauen heute wieder dem Wunsch nach Kindern nachkommen können. Und auch da hilft es nicht. Wir blicken doch heute auf Kita und Schule und lasten Kita und Schule alles an. Kita und Schule sollen alles leisten. Ganztag-Kita, Ganztagsschule. So wird da kein Schuh draus. Also ich sehe nicht erst seit heute einen Dreiklang. Wir müssen Familie, Schule und Beruf in einen Dreiklang bringen, der konzertiert geplant werden muss. Es reicht nicht aus, dass man das eine oder das andere und das letzte dann auch noch so ein bisschen tut, sondern ich weiß, wie schwierig das ist, aber in anderen, in Nachbarländern funktioniert das ja, dass Frauen nicht 1,5 oder sowas Kinder haben, sondern 2,5. Dann werden wir ja fein raus. Also unser Problem ist doch, dass wir es den Frauen ermöglichen müssen, wieder arbeiten zu gehen. Und Familie heißt für mich, dass wir Familie verstehen müssen als Kinder, Eltern und Großeltern. Nicht? Natürlich wird man dann sagen, ja, alle arbeiten ja noch und das, was ich mir vielleicht vorstelle, funktioniert nicht. Ich schaue immer meine Frau an, bei uns funktioniert es. Können Sie sagen, Oberst Allee, kannst gut reden. Aber wenn es uns nicht gelingt, dass wieder Familie zusammenrückt, dass Familie auch wieder bereit ist, sag ich mal, zusammenzuleben in Generationenhäusern, und zwar auf dem Lande, da wo Wohnen noch billig ist, dann versagen wir auch an der Stelle. Also wenn hier jeder vor sich hin macht und versucht, das Problem für sich zu lösen, wird es uns nicht gelingen, diese Lösung. Ja, Herr Schmidtchen, die Aussichten, die Wahl zu gewinnen, sei heute besser als 2011. Ich erinnere daran, dass Sie damals natürlich 8% hatten. Sie haben noch Platz nach oben. Aber woher kommt der Optimismus? Ja, Herr Lorenz, ich denke schon, dass wir eine doch völlig andere Lage haben, als wir sie 2011 hatten. 2011 hatten wir mit Rüdiger Butte den
alteingesessenen Landrat dieses Landkreises Hameln-Pyrmont. Und es war von Anfang an sehr schwierig gegen diesen Menschen, der hier ein hohes Ansehen genossen hat und der, ich sage das mal ganz offen, sogar bei der Bevölkerung beliebt war, anzutreten. Und das habe nicht nur ich mit meinen 8% gespürt. Es gab auch andere Kandidaten, die hatten noch deutlich weniger. Und selbst der CDU-Kandidat, der ja sehr hochgesteckte Ziele hatte, hat natürlich seine Ziele keinesfalls erreicht. Das Ergebnis, das Landrat Rüdiger Butte damals erreicht hat, mit, ich glaube, 53%, hätte auch heute zum Direkteinzug in dieses Amt gereicht. Also insofern, ich denke mal, wir haben heute eine andere Lage und die will ich für mich ausnutzen. Also ich war eigentlich von Anfang an der Auffassung, dass ein Konsenskandidat, wie er ja durch die örtliche Presse genannt worden war, eigentlich dem Wähler, dem im basisdemokratischen Sinne, die Auswahlmöglichkeit genommen hätte. Und es hat sich ja schließlich auch gezeigt, dass es hat ja offensichtlich auch keine intensiven Gespräche zwischen den großen Parteien gegeben, dass sich diese Konsenslösung ja keineswegs durchsetzen ließ. Der einzige, der Verlierer dieses Gedankens war, ist eigentlich heute Carsten Vetter. Da sind Sie also froh, dass Herr Schünemann zum Beispiel den Hut in den Ring geworfen hat und Herr Bartels. Ach ja, Herr Lorenz, der Name Schünemann, der ist ja schon vor Wochen gefallen. Also zumindest habe ich, fast vor 3 Wochen das erste Mal den Namen Schünemann gehört. Ich habe Herrn Schünemann bei unterschiedlichen Anlässen, als er noch Innenminister dieses Landes war, getroffen. In dieser Rolle habe ich ihn durchaus schätzen gelernt. Heute frage ich mich, was will ein Innenminister, der ja eine gewisse, ich sage es jetzt mal einfach schlicht, wie das ein Soldat sieht, Besoldungshöhe schon erreicht hat. Was will ein Innenminister, der eigentlich alles schon erreicht hatte, 10 Jahre lang Innenminister war, was will der noch mit einem Landratsposten? Ich gehe jetzt mal einen Schritt weiter. Ich frage mich auch, wenn sich ihm etwas Besseres in Kürze bietet, ist er nicht dann auf Kürze wieder weg? Dann hätten wir in aller nächster Zeit schon wieder eine Landratswahl und das würde ich diesem Landkreis überhaupt nicht wünschen. Also um es mal deutlicher auszusprechen, Sie vermuten, dass dies eine Verlegenheitslösung von Herrn Schünemann ist? Ich denke, er hat im Moment nichts Besseres gefunden. Also möglicherweise musste er diese Lösung auch auf diese Lösung zugreifen. Er wird das selbst für sich zu entscheiden haben. Also ich bin schon etwas verwundert darüber, dass man von ganz oben doch wieder ins Mittelfeld zurücksteigt. Sie könnten ja nun auch das Leben genießen. Was sagt denn Ihre Frau dazu? Meine Frau hat mich eigentlich sogar ermuntert, es nochmal zu packen. Ich habe ja nun nicht mehr allzu viele Jahre. Im nächsten Jahr bei unverändertem Endalter von 65 wäre ich dann auch aus dem Rennen gewesen. Aber ich fühle mich noch so frisch und voller Elan, dass ich es einfach nochmal wissen wollte. Ich lebe ja auch nicht nur als Pensionär, wie Sie ja vielleicht auch wissen, sondern ich mache sehr viel und also das müsste man natürlich dann aufgeben, um sich voll auf den Posten des Landrats konzentrieren zu können. Wer aufmerksam zugehört hat, hat natürlich die Themen bei Ihnen gehört, die er woanders bei Herrn Bartels und vor allen Dingen bei Herrn Schünemann jetzt gestern Abend auch gehört hat. Das heißt Stärkung der Wirtschaft, Bildung ist ganz wichtig, haben Sie heute auch sehr betont, auch die Hochschule Weserbergland, Verkehrsverbesserung auch. Wo sind denn da die Unterschiede? Also ich sehe, was diese Themenfelder angeht, überhaupt gar keine Unterschiede. Es wäre auch verwunderlich, wenn normal vernünftig denkende Menschen hier zu anderen Lösungsmöglichkeiten kämen. Also das, was hier in der Region halten und Zuzug in die Region generieren. Das ordne ich diesen Feldern zu, Wirtschaftsförderung, Bildung und dergleichen. Aber ich habe ja heute Abend versucht deutlich zu machen, dass ich den Kampf um mehr Kinder nicht aufgegeben habe. Und da finde ich, da müssen wir auch aus der Politik alles tun, damit die Frauen, die jungen Frauen, die Kinder haben wollen, auch Kinder haben können. Das ist, meine ich, das Entscheidende. Und da wird zu häufig einfach aufgesteckt, weil man sagt, das schaffen wir hier nicht. Die deutsche Frau sei anders als die französische oder die schwedische Frau. Nein, da bin ich der Meinung, die Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden, damit auch die deutsche Frau sich wieder für Kinder entscheiden kann. Und dann wächst das Gap, was ich vorhin dargestellt habe, auch von unten zu, anstatt es von oben immer größer werden zu lassen. Das von der deutschen Frau habe ich ein paar Jahrzehnte zurück schon mal gehört. Nein, so meine ich das natürlich überhaupt nicht. Ich bin nicht jemand, der nun
auf diese Art und Weise auf die Frauen Einfluss nehmen will. Also ich bin der allerletzte, der hier irgendwie ich glaube, am 7. Kind gab es da zu dieser Zeit, die Sie ansprechen, mal eine Prämie. Ich komme ja aus einer ganz großen Familie. Ich habe 8 Geschwister gehabt. Also ich weiß, von was ich hier spreche. Also das konkret meine ich nicht. Ich meine nur, dass eine Frau heute in der Lage sein muss, auch ein zweites Kind zu bekommen und großzuziehen. Dann wären wir ja schon einen ganz großen Schritt weiter. Und diese Diskrepanz letztlich zu beseitigen, dass Frauen sich entweder für Kinder oder für Beruf und Karriere entscheiden müssen, das möchte ich beseitigen, indem die Bedingungen, in denen die Frauen heute leben, einfach verändert, verbessert werden. Wo sind denn Ihre Bataillone? Ich kann mir vorstellen, dass viele Reservisten natürlich schon etwas verstärkt darauf achten, was Herr Schmidtchen empfiehlt. Ich denke da schon. Ich bin aber hier in Hameln eigentlich seit 7 Jahren jetzt fast, bin ich ganz gut aufgestellt. Also den Begriff Reservist wählen Sie ja, weil ich Vorsitzender der Reservistenkameradschaft der Reserveoffiziere bin. Also ich könnte jetzt gleichermaßen sagen, ich bin Vorsitzender der Siedlergemeinschaft Hameln-Wangelis. Also ich bin auch in anderen Kreisen in Hameln, glaube ich, durchaus bekannt. Also nicht wie Herr Bartes, der es sagen muss, ich bin der Landratskandidat der SPD. Das habe ich, denke ich mal, nach den letzten 2 Jahren überhaupt nicht mehr nötig. Und ja, Sie fragen natürlich nach Bataillonen. Die Bataillone der Unabhängigen sind in der Tat eigentlich natürlich kleiner als die Parteibataillone der Großen. Aber ich bin da optimistisch. Es gibt viele, die nicht bereit sind, einen Herrn Bartels oder einen Herrn Schünemann zu wählen, weil sie eben von außerhalb kommen und eben nicht den Stallgeruch eines, sag mal einfach schlicht, Hameln-Pyrmonters haben. Ich bin jeden Tag hier. Und ich bin auch in den Sitzungen im Kreistag, ich bin auch in den Sitzungen im Stadtrat der Stadt Hameln. Also ich fühle mich in der örtlichen Kommunalpolitik, wie man so schön sagen kann, fühle ich mich wirklich zu Hause. Nicht? Und ich weiß, von was ich rede. Wo können Sie denn mehr wildern? In den Reihen der CDU, der CDU-Sympathisanten oder der Sozialdemokraten? Ja, das hängt, denke ich mal, auch ein wenig von den Personen ab. Aber Ihre Frage ist ja richtig gestellt. Also mir als ehemaligem Offizier traut man natürlich eher eine konservative Grundhaltung zu, aber ich will ja nichts verheimlichen, ich war ja früher mal Sozialdemokrat und insofern denke ich mal, wird es mir gelingen, in beiden Lägern meine Stimmen zu machen. Und es gibt viele, denke ich mal, die vielleicht auch durch die unabhängige Alternative auch veranlasst sind, zur Wahl zu gehen, zumal ja auch bei der Bundestagswahl ohnehin schon eine hohe Wahlbeteiligung sein wird. Also höher als bei der letzten Kommunalwahl hier. Wenn es hart auf hart geht in der Stichwahl, welche Empfehlung würden Sie dann geben? Also ich würde meinen unabhängigen Wählern gar keine Empfehlung geben. Also unabhängig heißt ja unabhängig von Gängelei. Also wer es nach einem Wahlkampf nicht begriffen hat, wie er in der Stichwahl sich entscheiden muss, dann ist der Wähler selber schuld. Also ich sage das mal ganz optimistisch, wenn ich in die Stichwahl gehe, möchte ich natürlich, dass sie mich wählen. Nicht? Aber das, also eine Empfehlung, eine Wahlempfehlung würde ich unabhängigen Wählern nicht geben wollen. Das würden die vermutlich auch nicht nett finden, wenn ich das täte. So also was könnte man ja auch Plan B nennen. Nein, ich habe da überhaupt gar keinen Plan B. Also man hört zwar so manchmal das eine oder das andere, was da so angedeutet wird, aber wir haben ja hier in Hameln, ich habe sehr gute Verbindungen, insbesondere auch zur CDU. Wir sind ja mit dem Unabhängigen in einer Gruppe. Und dieses Thema wurde sofort eigentlich wieder begraben. Also ich werde nicht der sein, der irgendeine Wahlaussage zu konservativ oder sozialdemokratisch machen wird.